Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Und zwar ein Update von meinen ganzen Body Lotion, Body Mist, Body, also Körperpuder. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal. Okay, fangen wir an. Und zwar habe ich auch noch zwei Teile, oder? Nee, ein Teil. Und zwar habe ich bei meinem Haar-Update, habe ich vergessen, von dem Balea Adventskalender, ja, habe ich vergessen, euch zu zeigen, diesen Haarduft mit winterlichem, blumigem Duft. Jetzt sind da 50 Milliliter drin, ist vegan. Dieses kleine Spray hier für die Haare. Ja, das riecht wirklich frisch und blumig. Das habe ich vergessen, euch zu zeigen. Aber jeder, der den Adventskalender hier auch hatte von letztem Jahr, der weiß, wie das ist, ne? So, dann habe ich hier, Moment, muss ich mal gerade hier zur Seite tun. Das zeige ich euch zum Schluss. Dann habe ich hier, ist vom Action, aber das habe ich geschenkt bekommen. Und zwar von Disney Minnie Mouse, ein Körperspray, also Body Mist, Floral Klemm. Party. 250 Milliliter sind da drin. Und zwar das mit der Mickey, also mit der Minnie Maus. Dieses hier. Und ach, da bekommt ihr beim Action. Und das riecht wirklich sehr, sehr gut. Riecht sehr frisch. Aber man riecht als allererstes diesen Alkohol. Und ja, das ist so. So eine Art Gel, ja, aber wenn es auf die Haut ist, ist es flüssig. Es ist aber sehr, sehr, sehr gut. Dann habe ich mir beim Action selber gekauft und zwar, ich liebe ja Cinderella und da musste dieses Moment, Coat Ring to be Kind, Sparkling Body Mist und zwar, das hier schimmert, aber die Cinderella ist da vorne drauf. Könnt ihr sie so richtig sehen? Ja, könnt ihr sehen, ne? Da ist die Cinderella. Und das Ganze glitzert auch. Jetzt sind auch 250 Milliliter drin. Kriegt ihr auch beim Action. Ich meine 2,99, 2 Euro noch weiter. Das riecht wirklich frisch, blumig. Das von Cinderella. Und das hinterlässt auf der Haut diesen Schimmer. Aber ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Und dann habe ich noch, weil ich liebe ja auch Bambi, habe ich auch dieses Bambi Mist, also Body Mist. Das glitzert genauso ein bisschen auf der Haut. Es sind auch 250 Milliliter drin. Das ist dieses hier. Wunderschön. Auch beim Action. Ihr kriegt auch noch andere Varianten davon. Ich habe auch gesehen, die haben auch noch andere Disney-Charaktere. Auch Olaf und so. Das hier riecht wieder richtig frisch, floral. Blumig, aber als aller und ein bisschen fruchtig, aber als allererster Note riecht ihr immer den Alkohol. Alkohol ist eigentlich für den Körper nicht gut, weil die Haut austrocknet. Und aber ich muss es haben wegen der Flasche. Ja, aber jetzt im Sommer möchte ich gerne mehr von diesem Body Spray Mist benutzen auf der Haut. Und wenn die Flasche leer ist, werde ich die ausspülen und dann werde ich da irgendwas anderes reinfüllen. So, dann habe ich mir hier geholt von, ja, HIP, diese Babymarke, HIP, Kindercreme, sensitiv Gesicht und Körper, babysanft, besondere Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, mit natürlichem Bio-Mandelöl. Und zwar sind da 100 Milliliter drin. Und zwar hat mich, ja, diese kleine Schildkröte angelacht. Aber auch die Pflege ist sehr, sehr gut und was für Kindergut ist für Erwachsene alle Male gut. Oh, das riecht so, so toll, so, so toll. Wenn die auf jeden Fall leer ist, werde ich da auf jeden Fall was anderes reinfüllen. So, da habe ich auch noch hier das von HIP. Gesichtscreme sensitiv, auch für trockene Haut. Babysanft, besondere Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt, ist auch mit natürlichem Bio-Mandelöl. 50 Milliliter sind da drin. Und das ist dann, hoppala, hoppala. Und zwar ist das mit diesem Pumpspender. Das könnt ihr hier so pumpen. Riecht genauso wie diese Creme hier. Gell? Sehr, sehr gut. Ist auch eine sehr gute Make-up-Unterlage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und pflegt sehr gut.
So, dann habe ich hier noch was von dem Balea Adventskalender. Und zwar eine Fußbutter. Ich nehme die einfach mal mit hier rein jetzt. Eine Fußbutter mit süßem Vanilleduft. 20 Milliliter ist da drin und ist vegan hergestellt in der Schweiz. Ja, ist dieses hier. Die Füße soll man wirklich, wenn es geht, jeden Tag eincremen, weil die Füße tragen uns durchs Leben. Die müssen gepflegt werden. Wie gesagt, für jeden Menschen. Ne? Und die riecht wirklich nach süße Vanilleduft. Wäre für mich eigentlich wieder ein Duft für, ja, für die kalten Jahreszeiten, so im Winter so um. Aber die Füße ist eigentlich egal. Ne? Also Füße soll man pflegen. Ob Sommer oder Winter, ist egal. Oder Herbst oder so, das ist egal. Die tragen uns 365 Tage durchs Leben und für so lange, wie der Mensch auch lebt. Ne? So, dann habe ich hier noch was vom Adventskalender. Balea Körperpflegeöl mit Mandelöl duftet nach Vanille. Ist vegan, 20 Milliliter, hergestellt in der Schweiz. Ist so eine kleine Flasche. Dieser Mandelöl duftet nach Vanille. Das werde ich jetzt im Winter benutzen dieses Jahr. Und 50, nee, 20 Milliliter ist schnell aufgebraucht. Ja, man riecht da wirklich die Vanillenote raus und das spare ich mir für den Winter auf. Dann habe ich hier noch so eine Probe. Die hat mein Mann schon mal leer gemacht. Der hat damit auch, auch eine zweimal eine Dusch, so eine ja, Wasch, also so eine Pflege, also so eine Waschlotion gehabt. Von Sebamed. Ohne Mineralöle, klinisch geprüft, pH-Wert 5,5. Sebamed, Baby und Kind. Pflegelotion, medizinische Hautpflege, 20 Milliliter. Das hat mein Mann schon mal aufgebraucht, diese Pflegelotion, genauso wie auch die Waschlotion. Hoppala. Ist so. Und dann machen wir da mal ein bisschen drauf. Ist eine festere Creme. Und die riecht wirklich sehr, sehr gut. Also die riecht wirklich nach Baby. Die riecht wirklich Baby. Also, ne? Das war mal eine Probe gewesen, die ich mal drin hatte. Und die riecht wirklich nach, ja, sauber, mild. Auf jeden Fall Baby. So. Ja, man kann damit den Körper eincremen oder auch die Hände. Und 20 Milliliter ist schnell aufgebraucht. Dann habe ich hier noch was vom Adventskalender. Balea Body Lotion mit wundervollem Vanille-Kokosduft. 50 Milliliter, hergestellt in der Schweiz, auch vegan. Werde ich auch im Winter dieses Jahr benutzen. Ja, da riecht, wie gesagt, die Vanille zuerst und dann der Kokosduft. Auf jeden Fall für den Winter benutze ich das. Das hier hatte ich in so einer Probebox. Lupi Lu, und zwar ist das vom Lidl. Wundschutzcreme, 0% Parfüm, ohne Rezeptur, ohne Mikroplastik. Schützt wirksam und beruhigt den empfindlichen Windelbereich mit Panthenol und Zinkoxid. Zum Wohl Ihres Babys. 100 Milliliter, genau. Qualität aus Deutschland. Kann man aber für alles andere benutzen. Man kann damit das Gesicht eincremen, man kann damit die Hände eincremen. Das ist egal. War auch eine Probe und die ist auch noch ganz zu. Ne, ist nicht ganz zu. Riecht auf jeden Fall schön frisch. Ne? So, dann habe ich hier von Isana Hand- und Nagelbalsam, Aloe Vera für alle Hauttypen mit Vitamin E und grüner Teeextrakt, ist sofort einziehend vom Rossmann, ist vegan, 100 Milliliter und hergestellt in Deutschland. Ist eine sehr gute Handcreme, eine sehr gute Handcreme sogar. Und die riecht wirklich nach Aloe Vera und die hilft der Haut sofort. Zieht sofort ein, fettet nicht, die Hände kleben nicht. Also von dem hier, wo ich gerade eingecremt habe, von dem Sebamed, klebt auch nicht. Ist sofort eingezogen, aber man spürt direkt diese feste Filmschicht auf der Haut, ne? Dass die auch gut pflegt.
Und so ist auch diese Handcreme hier. Genauso. Ne? Sehr, sehr gut. Diese Creme hier habe ich, glaube ich, zweimal. Die habe ich auch noch oben im Wohnzimmer. Oben im Wohnzimmer habe ich noch mehrere Handcremes. Auf jeden Fall die von Dresden Essence, diese wärmliche Festigkeit. Dann vom Rossmann habe ich noch zwei, drei. Also oben habe ich noch mehrere. Bei Gelegenheit werdet ihr die auf jeden Fall im Aufgebraucht-Video sehen. Ne? Ich meine, aber die hier habe ich zweimal. Ich meine, die habe ich oben einmal und hier ist ein Backup von BB. Da steht zwar neu drauf, aber ich glaube, die ist nicht neu. Handzahm, reparierende Handcreme mit Bienenwachs und Aloe, also Aloe Vera, für strapazierte und trockene Haut. 75 ml ist die hier. BB ist auch sehr, sehr gut. Ist auch eine Marke, die ich auch in meiner Jugend benutzt habe, die mich sogar bis jetzt begleitet. Und ja, die riecht wirklich nach BB und Bienenwachs, ne? Dann habe ich auch noch hier, Moment mal, da habe ich sogar noch zwei. Hier habe ich noch eine Handcreme, die lasse ich aber auch hier in meinem Schminkbereich stehen, genauso wie die gleich danach kommt. Und zwar von Isana Handcreme, ist auch von Disney Classics, vom Rossmann. Und zwar ist da der süße Bambi drauf, mit Shea Butter und fruchtigem Duft. 75 ml, hergestellt in der EU und ist vegan. Das ist die hier. Und die bleibt hier in meinem Schminkbereich. Und die riecht wirklich fruchtig. Die riecht wirklich fruchtig und genau das Richtige jetzt für den Sommer. Dann habe ich hier noch eine von Vandini. Blütenwasser und Pflegekomplex. Energy Handcreme. Handcreme, die ist mit Orangenblüte und Barbarsoöl, normale bis trockene Haut, ist Wir lieben Tiere, ist vegan und dermatologisch bestätigt, also ist keine tierischen Stoffe. 30 ml ist das, also diese Sebamed hier, gell? Riecht wunderbar nach Baby. Aufblühen mit Vandini, sinnlich duftende Pflege. Ja, die ist auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Die hatte ich mal in so einem Geschenkeset drin. Da kommt auch jetzt gleich hier die Bodylotion und die, das Duschgel hat mein Mann schon aufgebraucht. Da könnt ihr mal in meinen Aufgebraucht-Videos gucken. Ja, die riecht wirklich so kräftig würzig. Das muss ich wirklich sagen. So kräftig würzig, aber schön frisch. Ne? Wirklich gut. Die bleibt auch hier in meinem Schmink-Bastelbereich. Dann kommen wir direkt hier von Vandini. Ist dasselbe, nur halt die Bodylotion. Ne? Und da sind 75 ml drin. Das ist die Bodylotion. Das Duschgel, wie gesagt, hat mein Mann schon aufgebraucht. Und die riecht genauso kräftig, würzig, blumig, frisch wie das Duschgel und auch die Handcreme. So, dann habe ich hier zwei von Betty Barclay. Da habe ich euch ja in meinem Duschgel-Update diesen Shower Mousse gezeigt. Und davon habe ich von Betty Barclay Beautiful Eden den Body Mousse. Da sind 50 ml drin. Das habe ich zweimal. Das hier ist fast aufgebraucht. Das hier ist noch ganz neu. So ein Backup. Und das riecht genauso wie das Parfüm und auch diesen Schauermousse zum Duschen. Riecht auch die Body Mousse. Dann habe ich hier zweimal. Und ich meine, einmal habe ich in der 800 Abonnenten Verlosung, glaube ich, drin. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ich habe es... Moment, da gucke ich mal gerade nach. Ich habe hier alles schon hier in den Karton gepackt. Nee, in der 800 Abonnentenverlosung habe ich es nicht drin, aber ich weiß ganz genau, dass es dann in der nächsten Verlosung mit reinkommt. Und zwar habe ich ja von James Bond 007 das Parfüm schon einmal aufgebraucht. Und beim ersten Mal hatte ich diese kleine 50 ml Bodylotion drin, beim ersten Mal. Genau. Das war so ein Geschenkeset. Da habe ich auch die Metallbox.
Da habe ich meine ganzen Haargummis und alles drin. Und jetzt habe ich mir das Parfüm nochmal nachgekauft gehabt. Und da war diese längere Ding drin. Aber da sind auch 50 Milliliter drin. Da ist jetzt dieses längere, war in dem Parfümset mit drin. Und das hier war bei der Metalldose mit drin, mit dem Parfüm, weil ich schon aufgebraucht habe. Ja, genau. Und einmal davon, glaube ich, verlose ich auch, genau in der nächsten. Nach der 800 Abonnenten-Verlosung wandert das mit rein. Und das riecht so grandios, genauso wie das Parfüm. Jeder, der das James Bond 007 Parfüm kennt, der weiß auch, wie die Bodylotion riecht. So, dann habe ich hier von BB Zartpflege Vivi Wallenmähne Edition Zartcreme. Also die ist noch ganz zu, die Creme. Ich habe jetzt noch eine Creme hinten in meinem Badezimmer, in meinem Schminkschrank. Und zwar von Nivea. Die ganz normale Creme in der Büchse mit dem mit diesem Regenbogen drauf. Damit cremen wir unsere, wenn wir mal so ein bisschen weh haben, so eine kleine Wunde oder so, damit creme ich das ein. Und ich habe dort auch die Kaufmannscreme, die große Dose. Da benutzen wir auch wirklich alles. Wenn wir uns mal geschnitten haben oder eine Rauchstelle haben, wir machen die Creme drauf, am nächsten Tag ist alles weg. Wirklich. Die Kaufmannscreme ist die beste Creme. Und die Nivea-Creme. Aber auch die vom BB. Und das ist die hier. Die habe ich jetzt aber halt nur zugelassen, weil die ist noch ganz neu. 150 Milliliter. Seht ihr? Ich brauche erstmal die anderen Cremes von uns alle auf. Und wenn die anderen leer sind, dann kommt diese hier dran. Dann habe ich hier von Balea. Das habe ich schon einmal aufgebraucht. Da könnt ihr mal in meine Aufgebrauch-Videos gucken. Ich glaube im November, Dezember oder Januar habe ich das aufgebraucht. Und zwar beim ersten Mal habe ich den vollen Preis bezahlt von 3 Euro paar zerquetschte. Und jetzt hatte ich das vor ein paar Monaten in einem Ausverkauf gekauft für 1,95 €. Und zwar von Balea diese Bodycreme Cozy Brasil. Pflegt und verwöhnt mit Öl und Kakaobutter. Meine Güte, ist für jede Haut. Und es sind 200 Milliliter drin und ist vegan und hergestellt in Italien. Und zwar rede ich von dieser Buttel hier. Riesenbüchse. Die musste ich mir direkt zweimal kaufen im Backup. Ich habe die einmal aufgebraucht und das ist für mich die per geht so zu. Das ist für mich die perfekte Bodylotion für den ganzen Winter. Ehrlich, für den ganzen Winter. Weil die riecht so wat von gut, die ist so wat von reichhaltig. Und die riecht, wenn ihr duschen wart und euch danach eincremt, ihr riecht die ganze Woche nach dieser wundervollen, wundervollen Bodycreme hier. Das ist so ein richtiger Winterduft, so nach Vanille, Kakao, Zimt, so also ein richtig schöner winterwarmer Duft, so richtig Weihnachten. Wisst ihr, welchen Duft ich meine? So richtig geil. Richtig geil. Und das habe ich einmal aufgebraucht und ich musste mir, wo ich das gesehen habe, dass der im Ausverkauf ist, musste ich mir davon direkt zwei Stück, musste ich mir direkt sichern. So, dann haben wir hier von Isana ein Handfluid mit Aloe Vera, 24 Stunden intensive Feuchtigkeit für alle Hauttypen, 90% Aloe Vera, Rezeptur ohne Mikroplastik, ist 100 Milliliter drin, ist vegan, hergestellt in Deutschland. Da rede ich von diesem hier. Das ist auch wirklich eine feste, es hat so einen Pumper und ja, die riecht so richtig. Pur Aloe Vera, richtige pure Aloe Vera, aber schön pflegend. Wenn ihr so eine richtige trockene, rissige Haut habt, ja, von der Kälte jetzt so, also im Winter und so, dann ist die perfekt. Das war mal so ein Extra-Aufsteller gewesen, glaube ich. Da habe ich die direkt gekauft. Ich meine, meine Mama hat die auch. Dann, wie gesagt, habe ich euch ja schon bei meinem Deo-Update gesagt, da habe ich noch dieses Deo-Spray euch gezeigt.
Ich habe mit euch, glaube ich, die Maske getestet und der Duschgel und so alles. Und davon habe ich auch zweimal die Bodylotion. Das war eine limitierte. Bodylotion Magical Dream duftet nach Meeresglitzer. Ist für jede Haut. 200 Milliliter, ist vegan hergestellt in Deutschland. Das ist die Tube. Die habe ich mir selber gekauft. Die ist auch schon bald aufgebraucht. Und diese hier habe ich geschenkt bekommen. In irgendeinem Abonnentenpaket habe ich die drin gehabt. Und die ist fast aufgebraucht von mir, die. Und oh, der Duft ist so toll. So richtig schön frisch und leicht. So richtig sommermäßig. So richtig sommermäßig. Super. Super, super. Dann habe ich mir letztes Jahr gekauft. Habe ich auch letztes Jahr im Sommer schon öfters benutzt. Und zwar Isana Body Spray Hydro Booster mit Hyaluron Aloe Vera. War eine limitierte Edition. Ich meine, ging auch in den Ausverkauf bei Rossmann. Für normale bis trockene Haut. Rezeptur ohne Mikroplastik. 200 Milliliter. Ist vegan. Hergestellt in Deutschland. Das ist dieses Schätzelein. Ist auch so ein Pumpi. Und das riecht wirklich frisch. Richtig Sommer. Und sauber. Richtig gut. Ich freue mich schon auf dieses Jahr im Sommer und ja, alles wieder benutzen zu können. Dann habe ich hier, wie zum Beispiel mein Deo, mein Trockenshampoo und alles andere, limitierte Edition, aber ich habe es immer noch bei DM gesehen. Und zwar dieses Parfüm Body Lotion Golden Moon. Das riecht ja nach dem originalen Alien. Mit dem Duft nach orientalischen Blüten und Früchten. Ist für jede Haut. 200 Milliliter. Ist vegan und hergestellt in Deutschland. Da habe ich auch die Bodycreme. Von diesem Blossom gibt es auch die Creme. Aber die hat mir nicht so gut gefallen. Da habe ich schon im Geschäft gerochen. Aber die hier musste sein. Die riecht genauso wie das Alien-Parfüm. Richtig gut. Dann geht ja gar nichts über die Nivea-Creme. 5 in 1 Pflegeformel. Reichhaltige Body Milk. 48 Stunden intensive Feuchtigkeiten. Da kann ich wirklich bestätigen. 5 in 1 Pflegeformel. Tiefenpflegeserum mit Mandelöl und Vitamin E für trockene Haut. Sind 400 Milliliter drin. Habe ich schon mehrmals aufgebraucht, aber die benutze ich mit meinem Mann zusammen. Mein Mann hat zwar noch seine anderen Cremes, aber der benutzt die mit mir zusammen. Und jeder, der den Nivea-Duft kennt und liebt, weiß, wie die hier ist. Und die ist wirklich grandios, grandios. Das ist eine dickere Creme. Und wenn ihr euch damit schön eingecremt habt, ihr duftet wirklich gut. Moment. Ihr duftet wirklich gut. Die Haut ist gut mit Feuchtigkeit versorgt und die hält wirklich lange an. Wirklich lange an. Da geht nichts über Nivea. So, dann habe ich ja auch von der Disney-Reihe von Rossmann mir auch die von Isana die Bodylotion geholt. Da ist auch der süße Bambi drauf. Ist auch mit Shea-Butter und fruchtigem Duft. 200 Milliliter drin, ist vegan, hergestellt in der EU. Das ist dieses hier. Damit habe ich mich bis jetzt schon einmal eingecremt. Und der Duft ist wirklich fruchtig. Richtig für den Sommer jetzt. So, dann habe ich diese Creme hier. Die habe ich schon einmal komplett aufgebraucht. Könnt ihr ja mal meinen Aufgebraucht-Videos mal stöbern. Von Balea Hydro Serum Milch mit Hyaluronsäure und zwar Aqua. Leicht wie ein Serum, pflegt wie eine Lotion. Schnell einziehend, normale bis trockene Haut. Das kann ich bestätigen. Die zieht wirklich schnell ein, die klebt und fettet gar nicht. Und die pflegt wirklich wie eine Lotion. Aber ist wirklich sehr, sehr leicht und gerade schön für den Sommer, ne? Auch wenn ihr einen Sonnenbrand habt. Könnt ihr die auch drüber geben, weil die kühlt auch sehr schön. Habe ich nämlich letztes Jahr gemacht. Da hatte ich nämlich mir den ganzen Rücken und so verbrannt und hat mein Mann mich damit eingecremt und die war wirklich sehr, sehr gut. Sind 200 Milliliter drin, hergestellt in Deutschland und ist vegan. Wie gesagt, die habe ich letztes Jahr schon aufgebraucht. Die hier ist jetzt auch schon fast leer. Also das obere ist schon leer, ist nur noch hier dieses untere drin. Also
Die seht ihr auch bald im Aufgebraucht. Und die riecht auch wirklich gut. Und für das kleine Geld ist die Pflegeformel super. Dann habe ich mir hier die gekauft. Neu von Garnier Body. Sensitiv 7 Tage beruhigende Milch. Bis zu 7 Tage Pflegegefühl. Da ist Probiotika-Extrakt und Hafermilch drin. Trockene und empfindliche Haut. 400 Milliliter von Garnier. Das ist die hier. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Upala, upsala. Die habe ich jetzt den ganzen Winter über benutzt. Und die riecht wirklich nach Hafermilch. Wirklich schöner Duft und die beruhigt die Haut. Und da kann ich euch wirklich sagen, wenn ihr eine wirkliche, sensitive, sensible Haut habt, ist diese Creme wirklich gut. Und da ist die Haut wirklich über 7 Tage wirklich gut genährt mit Feuchtigkeit. Also die kann ich wirklich nur empfehlen. Also bei mir ist die wirklich super gut. Das hier habe ich mir auch letztes Jahr im Sommer geholt, wo ich mir den Sonnenbrand eingezogen hatte. 48 Stunden Pflege. Von Balea, von DM. Body Gel Aloe Vera. Spendet Feuchtigkeit und belebende Frische für jede Haut. 90% Aloe Vera. Ist 200 Milliliter drin, hergestellt in Deutschland und ist vegan. Das ist so wirklich so ein Gel. Ja, ein richtiges Gel. Die riecht nach purem Aloe Vera. Aber wirklich frisch. Sehr, sehr toll. Und die habe ich mir auch in einem Wechsel zu dem hier. Also die hier habe ich tagsüber drauf gemacht und die habe ich abends benutzt über meinen Sonnenbrand. Ich war duschen. Wenn ich jetzt abends duschen war, habe ich die drauf gemacht und die hat meine Haut wirklich gut beruhigt und den Sonnenbrand. Und wenn ich tagsüber auch duschen war, weil im Sommer gehe ich wirklich jeden Tag duschen, weil ich mag es nicht, wenn man wirklich klebt und nach Schweiß stinkt. Bäh, pfui Teufel. Gerade im Sommer muss man jeden Tag duschen gehen. Wenn ich dann tagsüber duschen war, dann habe ich über meinen Sonnenbrand dieses Aloe Vera Gel drüber gemacht. Das ist wirklich ein Gel und die riecht wirklich nach Aloe Vera und die hat meine Haut so was von beruhigt und mit Feuchtigkeit genährt. Also wirklich. Und für das kleine Geld sind die kleinen Hilfsmittelchen hier wirklich toll. Das sind wirklich tolle Produkte. Und wie gesagt, ich rede nur von mir. Bei mir funktionieren die Produkte wirklich gut. Und wenn die Produkte bei mir nicht funktionieren, dann sage ich euch das genauso, wie sie bei mir auch klappen, also funktionieren, erzähle ich euch auch, was bei mir nicht funktioniert und was ich gar nicht gut finde. Ne? Was ich gar nicht gut finde, muss aber nicht heißen, dass das bei euch auch nicht gut ist. Also ihr, ne, wisst ihr, wie ich meine? Genau, ich rede ja nur von mir hier. Dann habe ich mir das hier gekauft, weil auch letztes Jahr im Sommer hoch runter gehypt wurde. Limitierte Edition von Balea, Schimmerlotion, Copacabana. Ja, das soll ja irgendwie ein Tube zu dem originalen Bum Bum Creme sein. Davon hatte ich auch die Handcreme. Genau. Pflegt und verwöhnt mit Kabuka-Butter und Kaibeeren-Extrakt. Ist für jede Haut. 200 Milliliter, ist vegan und hergestellt in Deutschland. Das ist dieses hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch in der Drogerie bekommt. Ist eine limitierte, aber ich denke mal schon im Sommer wieder. Copacabana. Und das ist so eine goldene Textur, seht ihr? Die habe ich letztes Jahr auch schon im Sommer benutzt. Und die riecht wirklich tropisch. Die riecht wirklich tropisch und ihr habt so einen leichten goldenen Glimmer, so ein Glitzer-Effekt auf der Haut, aber ganz leicht. Aber ihr riecht dann wirklich tropisch, ne? Das muss man schon mögen. Ist nicht für jedermann was. Dann habe ich mir hier gekauft, das kam letztes Jahr neu raus. Davon gibt es aber noch eine andere Formel. Isana Body Lotion Parfüm und Glow. Ja? Intensives Dufterlebnis und hauchfeiner Goldschimmer für einen zarten Glow. 200 Milliliter, ist vegan, hergestellt in Deutschland. Und davon gibt es noch eine andere Variante. Und die habe ich auch schon benutzt letztes Jahr.
Und die riecht wirklich blumig. Also, die riecht wirklich blumig frisch und ihr habt dann wirklich auch so ein, ja, so einen schönen Glow, so einen schönen Glitzereffekt auf der Haut. Ist gerade für den Sommer richtig schön, wenn ihr dann so, ja, hier das Décolleté, also schön frei habt. Also wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr ein schönes Kleid anhabt bis zur Schulter, dann kann man das schön so eincremen. Und wenn die Sonne schön drauf scheint, das funkelt richtig schön. Ihr riecht wirklich gut. Und die Haut ist wirklich gut gepflegt. Ne? Dann habe ich das hier noch. Das kriegt man, glaube ich, auch gar nicht mehr beim Rossmann. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Isana Trockenölpflegespray. Mit wertvollem Argan- und Macadamiaöl. Pflegt ohne zu fetten. Hochwertige Pflegeformel. Ist eine limitierte Edition. Rezeptur ohne Mikroplastik. Ist vegan. Hergestellt in der EU und 100 Milliliter. Das ist dieses hier. Ich habe es schon lange nicht mehr bei Rossmann gesehen. Ich habe es jetzt auch schon mehrere Male benutzt. Und das ist wirklich so ein richtig schöner, ja, richtig schönes Öl, Pflegeöl. Ja, Arganöl und Macadamiaöl, das riecht man richtig. Also finde ich auch sehr, sehr gut. Das hier habe ich einmal probiert. Ich möchte es jetzt noch mal eine Chance geben. Im Sommer, wenn es nichts sein sollte, werde ich es aussortieren. Und zwar von Isana Body Spray mit Original San Ozon Sonnenduft. War eine limitierte Edition mit goldenem Schimmer. Schimmernder frische Kick. 200 Milliliter und ist nicht vegan. Hergestellt in der EU. Zwar rede ich davon. Der Duft ist okay. Ja, der riecht wirklich so nach diesem Ozon, also diese Sonnenmilchcreme. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber ihr riecht als allererstes diesen Alkohol. Und der trocknet ja die Haut aus. Ne? Ich habe es einmal getestet. Dieser Schimmer, okay. Ne? Der ist wirklich gut. Der Duft ist auch gut, aber dieser Alkohol, der stört mich. Und mal gucken. Ich gebe es nochmal eine Chance diesen Sommer. Wenn es nichts sein sollte, sortiere ich das aus. Dann habe ich hier das noch. Und zwar ist das von Balea ein Schimmeröl. Tropical Wipes mit Acai-Öl und dem exotischen Duft nach tropischen Blüten. Ist für jede Haut. Ist 75 Milliliter drin. Ist vegan, hergestellt in Deutschland. Das habe ich letzten Sommer hoch und runter getragen, hat so einen Pumper. Riecht wirklich tropisch. Wirklich tropisch. Ihr habt dann so einen Schimmereffekt auf der Haut. Und ich finde das im Sommer richtig schön. Und ihr riecht da wirklich tropisch, genauso wie mit diesem Copacabana. Das riecht genauso. Nur, dass hier der Schimmereffekt viel, viel größer ist. Also ihr seht diesen Schimmer dann auch, gell? Dieses schöne Glitzern. Das hier habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist auf jeden Fall vom Primark. Das hatte ich mal in so einem Paket drin. Abonnentenpaket. Und zwar von Minnie Maus. Schimmer, Hair und Body. Also kann man für den Körper holen, genauso wie für die Haare. 150 Milliliter. Das schimmert auch wirklich schön. Und es riecht schön blumig. Aber ein richtiger schöner Schimmer. Richtig toll. Das stellen wir mal wieder hier hin. So, dann habe ich hier, und die habe ich auch geschenkt bekommen. Das hier ist vom Action. Und zwar dieses Dark Instincts. Das ist ein Körperspray. Da sind 235 Milliliter drin. Das ist vom Action. Das weiß ich. Das habe ich schon beim Action gesehen. Aber dieser Duft ist wirklich ein parfümiger Duft. Also als wäre es ein Parfüm. Oh, so richtig schön frisch und blumig. Ich lieb's. Und das hier, das habe ich auch geschenkt bekommen.
Ich glaube, das ist vom Rossmann, aber kann auch vom Action sein. Und zwar dieses Playboy. Black Cherry, Pink, Pink, Peony und White Musk. Da sind 250 Milliliter drin. Ja, ist dieses hier. Und zwar, Moment, das riecht richtig frisch, blumig. Das ist so ein richtiger, kräftiger, parfümiger Duft, aber für den Körper. Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten. Und zwar zu meinem Körperpuder. Das habe ich mir beim Rossmann gekauft, bekommt ihr aber auch bei DM oder aber auch bei Müller oder aber in jeder anderen Lebensmitteldiscounter, wie zum Beispiel Globus, Kaufland und sowas, ne? Real und sowas. Da rede ich hier von diesem Schätzelein. Auch Packaging ist wirklich schön. Und oh, der Duft. Da habe ich mir so eine Dose gekauft mit so einem Bambusdeckel. Das war mal vom Teddy. Und dann habe ich mir von Essence, ups, jetzt habe ich mir hier, von Essence habe ich mir so ein großes Ding gekauft. Und dann gehe ich da drunter und dann mache ich das unter die Achseln. Dann Frauen, die eine größere Oberweite haben, unten drunter. Also im Sommer habe ich das vermehrt. Ja, man schwitzt ja überall, ne? Habe ich es immer so wund. Und dann mache ich einfach dieses Körperpuder unten drunter und dann bin ich doch safe. Wirklich safe. Und das riecht wirklich gut. So schön frisch, aber kräftig, frisch. Oh, wirklich gut. Wirklich gut. Ist bald leer, habe ich mir aber schon wieder nachgekauft. Weil ich es gut finde. So, dann würde ich sagen, wir sind durch. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!